Eins. Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 Frontiers Challenge Projekt mit dem lieben Freezy, dem Manus Bizeps Boy und dem lieben Milo. Moin Moin. Hallo. Hallo. Natürlich auch mit mir und auch allen anderen außer Peel und alle anderen, die hier so rumrennen. Yeah. Hallo. Hallo. Yeah. Ein Hallo. Treffen in der Mitte, was ist da los? Was ist da los? Kann ich mal hier ins Windrad einen kurzen Ich glaube, wir drehen am Rad hier langsam. Guck mal, er denkt schon wieder, dass er sich dieses Windrad hier sneakt. Merkst du das? Ich weiß gar nicht, wem das gehört hier, das eine. Aber die Chancen sind ja 3-1, dass es Physik gehört. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute wieder eine Windrad-Challenge. Ihr seht schon die schönen Jens-Hacker hier rumstehen. Der Jens. Aber die haben damit gar nichts zu tun. Oh. Perfekt. Perfekt. Denn wir spielen heute wieder eine Runde Quiz-Poker. Yeah! Yeah, mit minus 1306 Dollar Euro mache ich wahrscheinlich nicht mit. Alles klar, ciao Milo. Ja los, lass uns pokern. Ja. Okay. Kurze Frage vorweg, nur Emote only wieder? Ja, das wäre nicht schlecht. Ah, oh, ja, Moment. Okay, Mods, ihr habt's gehört. Gut, dann hau mal raus, um was geht's heute Schönes? Habt ihr alle? Ja. Bei mir bitte auch, ja. Leute. So. Ja? Gut. Haben wir. Selber. Haben alle? Jo. Ja. Alles klar. Dann ist heute die Frage, die ihr bitte an den Marc schickt. Also der normale Marc ohne der. Also Marc. Die Frage ist: Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt heutzutage in Deutschland? Oh. Hannes hat's mir erzählt auf dem Drescher, ey. Oh. Scheiße. Anstupsen den Marc oder wie? Oder Textchat? Ja, Hauptsache er kriegt's und andere sehen es nicht. Drescher. Ein Landwirt. Ein, ein durchschnittlicher, ach ja, wahrscheinlich, ein, ne? Durchschnitt ein Landwirt, ja. Oder Landwirtin. Oder der, die das Landwirt. Das ist mies. Ja. Hab ich gar keine Ahnung von, Alter. Sollen wir Geld bieten schon? Nee. Nein. Warten wir kurz auf die Antworten und dann. Ach so, okay. Ach so, und dann wird wieder. Ah, und dann kommt. Ah, ja, verstehe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oh. Ein Landwirt, wir reden von einem Landwirt, ne? Ja. Ein einziger. Ja. Ist wirklich nicht einfach. Ist wirklich. Ärgert mich, einfach. Dass ich mich nicht erinnere, ey. Ich korrigiere nochmal, Marc. Der Marc, ne? Nicht der Marc. Ja. Ich hab fast den falschen angestupst, Alter. Man kennt es. Marc? Ja, ich nehm doch die erste. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, aber ich nehm doch die erste. Keine Ahnung, Alter. Also die erste, was ihr zuerst geschickt habt, das bitte einloggen. Gut, ich hab alle Antworten. Okay. Dann dürft ihr jetzt wieder Geld setzen. Maximalgebot sind 3.000, Mindestgebot sind 500, um dabei zu sein. Wenn einer mehr bietet, müsst ihr halt dann auf den. Ja, ja. Dann kommen zuerst darf diesmal Milo. Ich checke. Echt? 1000. Weiter, wer dann? Tino? Ich sag 3000. Vivi? 3000. Hast du Hannes Kostner bei WhatsApp geschrieben, oder was? Und Keule. Ja. 1000. Ja, du musst. Ach, ich muss jetzt die 3000 ansetzen, oder? Ja. Ach du Scheiße, Alter. Oder raus, ja. Oder folden. Folden. Hör auf, Alter. Ja, 3000. Hallo? Ja, ich geh mit. Gut, dann der erste Tipp. 1900 waren es 4 Menschen, die ein Landwirt ernähren konnte. Und 1950
waren es 10 Menschen, die ein Landwirt ernähren konnte. Krass. Das war ein Mordstipp. Okay, du bist dran, Manu. Ja. Aber wir haben doch von jetzt geredet, oder? Ja, ja, das war ja nur ein Tipp. Oh, okay. Ich dachte, scheiße. 1000. Ich mach nochmal 3. Hör doch auf, du Vollstecker, Alter. Wann haben die 5 ernannt? Was war das Jahr? 1900? Ja. 1950 waren es 10, 1900 waren es 4. Da sind sie auch mit der Sichlausfeld. 3000. Ich glaube, ich bin viel zu niedrig mit meinen Dingen, aber komm, es nützt nichts. 3000. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, ich auch. Gut. Belief in meiner Zahl. Der Hinweis 2. Der Ertrag für 1 Hektar Weizen lag vor rund 100 Jahren bei 1,85 Tonnen. Heute sind es knapp 8 Tonnen im Durchschnitt. Oh. Auch gar nicht irgendwie, finde ich. Ja, 8 Tonnen. Ja, aber damals, guck mal, was damals nötig war, um dann, gut, ich gebe dir Tipps, aber... Ja gut, die haben ja damals haben sie ja nur, was sagte Dominik, von 5 Leute ernähren können, oder 4. Ja, aber wie lange die gebraucht haben für 1 Hektar und was du heute in Hektar machst. Ach so, ja, das meinst du. Ja. Setz mal lieber. Ja. 1000. Ich mach 3. Ja, ich mach 3. Ey, mal rein, Vollgas, komm, all in, Mann. Ich mach auch 3. Ja, ja. Machen wir. Ja, ich geh mit, ich believe. Es bleibt ja nichts an der Süd. Bin ich aber gespannt, ey. Alle voll drin im Pott, ey. Ich believe, Alter. Boah, ich hab mich dem verschissen, ey. Jetzt kommt die Auflösung. Oh. Warte. Bitte denkt dran. Sagt jetzt nicht, oh, da bin ich ja nah dran oder so. Es gibt noch eine letzte Bieterrunde. Genau. Ah, okay. Also je nach kann nochmal geboten werden. Aber scheiße darf ich sagen, oder? Ja. Kann das ja gut oder schlecht sein. Dass du dann eh foldest. Also, ein Landwirt heutzutage ernährt 140 Leute in Deutschland. Scheiße! Hallo? Ey, es war wie in der Schule. Hör auf deinen ersten Gedanken. Verdammte Scheiße, echt. Oh. Weißt du was, Tino? Ich mach's trotzdem. 1000. Naja, die 1000 gehe ich noch mit, aber das Ding habe ich... Oh. 3000. Ach, jawoll. Ach, hör auf, Alter. Ich war bestimmt falsch. Weißt du was, Freezy, komm. 3000, komm. Ja, und weißt du was? Falls es ein Bluff ist, waren es mir die 2, die jetzt noch draufkommen werden, wenn es keiner war. Ist so. Ich bin dabei. Ach, da ich verloren habe. Der hat nicht verloren, er spielt hier scheiße. Nee, ich kann ja nicht mehr setzen, aber ich habe halt echt viel höher getippt. Ich habe echt zu hoch getippt. Shit, ja, ich habe 151 getippt, kacke. Ich bin ja, komm, gehst du mit oder bist du raus? Ich spare mir die 2000. Nee, ich gehe mit, scheiß drauf, komm. Ich wollte gerade sagen, Vollstecker, komm rein in die Holger. Nein, scheiß drauf jetzt. Ich habe, das sind 2000 verschenkt, aber mein Gott. Kacke. Ist ja für einen guten Zweck, Freezy, ne? Ja, gut. Wie viel hast du getippt, Füsi? 145. Oh, wow. Was? Disqualifiziert. Warum? Ist so. Ihr habt mir jetzt das tolle Finale versaut. Ist so disqualifiziert, oder? Also, Beile und Tino sind schon mal raus. Ja, schön. Aber da Füsi schon verraten hat, es hat sich um 1 unterschieden. Oh, wow. Also, was nochmal jetzt? Er hat was? Freezy hat 145 und hat jetzt Freezy oder Keule gewonnen? Was glaubt ihr? Oh lol, was? Keule und Freezy waren nur 1 auseinander? Keule, was hast du gesagt? Ja, wenn du es so sagst, muss es ja Keule sein. Ja, Keule darf selber sagen. Ja, ich habe 146. Nein! Oh! Nein! Nein! Hat jetzt Freezy alle 4 Windräder? Alle 4 Windräder! Was? Wow. Das ist deine Ernstkeule. Was hattest du, Tino? Ach, 250. Ich auch.
Ich auch. Ich wollte zuerst 245 sagen, aber ich dachte mir, ich weiß nicht. Dein erster Gedanke habe ich wieder genommen. Ich hatte auch als erster Gedanke auch irgendwie 150, dass Hannes das. Und dann habe ich gesagt, nee, war doch mehr, oder? Und dann habe ich 250. Ich war der Meinung, dass ein Landwirt über 200 ernährt mittlerweile. Also, die Quelle ist Bundeszentralinformationszentrum Landwirtschaft oder so. Nee, alles gut. Also das, da stand das so und das habe ich denen geglaubt. Okay. Oh, was, Alter. Ja, du musst ja jetzt deinen ganzen Einsatz an Freezy zahlen, ne? Oder? Jeder muss 12.000 an Freezy bezahlen. Ach, also, wunderbar. Keine Ahnung, was in diesem Projekt los ist, ne? Aber heute Abend scheue ich mir ein. Es tut mir leid, Leute. Also, das hatte ich noch nie. Fuck, ey. Fuck, sagt man so schön. Ja, noch nicht einmal. Das Glück ist halt mit den, wow. Freezy, Glückwunsch. Freezy, ja, Achtung, mein Geld geht ein. Mein Geld ist auch gerade eingegangen. 12.000? 12.000, ja, echt wunderbar. Boah, ist das ist eine bittere Pille, ey. Das muss ich jetzt echt mal so sagen. Was kriegt man bei 4 Windräder? 115.000. Oha. Es ist gerade so ärgerlich, dass es wieder nur so knapp ist, ey. Es ist unglaublich. Ja. Also das. Aber weißt du, was krass ist, Keule? Ja? Du bist eins daneben und ich ungefähr, keine Ahnung, 150. Und es bleibt aber gleich das Ergebnis. Ja, ne? Wie aufbauend. Ja. Ja, wo er recht hat, hat er recht, Alter. Ja, jetzt das fuck, ey. Mies. Freezy, von wem möchtest du denn das Windrad haben? Er ist ja nur noch eins über. Ich würde gerade sagen, gibt nur noch eins. Ja, krass. Dann, das ist eine harte Nummer, ey, muss ich ehrlich sagen. Tino, weißt du, was das eigentlich bedeutet? Das bedeutet, dass er 115.000 pro Woche kriegt. Und dass du ohne Windrad in Urlaub gehst. Nee, warte mal, nee, eine Windrad-Challenge ist noch. Ist Airdrop, oder? Ja, aber wir machen ja trotzdem, wir brauchen, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, gut. Alles klar, ich arbeite weiter, ciao. Ja. Fuck. Marc, ansehen. Wir haben noch keine 12 Uhr. Ah. Deswegen hatte ich eben Zeit geschrieben, aber Daniel sagte mir, dann gibt's keine Zeit beim Windrad. Nee, das stimmt. Gut, boah, ist das ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich mach aber mal den Emote oder? Wieder raus. Das so ein Glückstreffer zu machen, ne? Hey, der Witzka, also da die Klappe gerade zu halten, das ist mir schwer gefallen. Crazy. Das ist schon heavy, ey. So, na los, hau mal die Zeit drauf. Ja. Die letzten 2000 hättest du wirklich sparen können. Ja. Das war also, in der Nacht. Also das geworfen. Feld hier ist sät, ne? Schon einmal gedüngt, so. Einmal gedüngt schon, also das heißt Saat drüber und nochmal düngen und striegeln Weizen. Ich warte jetzt nur auf 12 Uhr. Gut, dann lass uns schon mal alles hinfahren. Striegel hinfahren, Weizen hinfahren, alles halt. An der Brücke in der Mitte steht der Hänger mit dem Traktor für die Ballen. Ja, können wir noch nicht drauf fahren, ne? Nee, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Wie, Traktor für die Ballen? Der Hänger, wo ich eben sagte. Welche Anhänger? Für die Baumwollballen. Ach so. Ich habe den Baumwollernter zurückgegeben und dafür den kleinen davon gemietet. Da passt nur ein Ballen drauf, aber wir müssen ja nicht weit fahren. Dass wir die schnell auf die Ecke fahren zumindest. Richtig. Ist der schon bei uns drüben? Nee. Nee, das okay. Ist das Problem. Ich könnte, wenn du sagst, das Risiko ist es uns wert. Was könntest du? Was machen? Was denn? Ja. Nicht durch Wasser fahren. Nee, das bringt ja nichts. Das gibt nur Ärger. Das kostet uns ja mehr als was. Nee, die Beine liegen ja auch auf Seite, von daher alles gut. Ich hab die runtergezogen, alles gut. Achso. Warte mal, kann man jetzt schon walzen? Nee, du musst nach der Saat walzen. Nee, nach der Saat. Nee, man kann auch vor der Saat walzen. Ja, es bringt dir aber nichts, du reißt dann wieder alles auf. Ich glaube, es geht trotzdem als gewalzt. Probier's mal aus, guck mal kurz im Menü, ob das. Aber es muss ja nicht gewalzt werden. Also erst wenn du mit der Sämaschine drüber gehst, kommt die Ansage, du musst walzen. Ja. Okay, hast recht. Ach, Mist, ey. Wie hier direkt Textur drauf kommt, wir müssen direkt mit dem Striegel hinterher. Mhm.
Wo ist der denn? Ja, direkt einmal striegeln. Der steht am Hof, glaube ich. Hä? Wie geht denn das? Ja, ich bin losgefahren, dann hat sich die Textur erst geändert. Ich fahre da jetzt nochmal drüber. Ah, okay. Okay. Alles im Griff. Gut, passt. Der steht ja, hier, das Griff. Passt. Wow. Okay, ich schau da jetzt nochmal drüber, dann passt das. Dann haben wir da auch kein Unkraut. War krass. Aber wir haben nur noch Gäste in der Dings. Ja, jetzt säen wir Weizen an, ne? Ja, so haben wir ja einen Haufen angesät. Das wird ja über Nacht vielleicht sogar fertig. So. Jetzt kann ich nämlich im Kreis fahren. Ach, schwierig. Ach, dass Freezy auch so nah dran war. Der hat ein Mehl diesmal bei den Challenges. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir werden kein erntereifes Feld kriegen. Ich flipp aus. Das ist aber auch, glaube ich, weil der sich diesmal hart darauf konzentriert. Na, aber das ist echt Raden. Das ist ja Raden. Ja, natürlich, aber keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir natürlich bedeutend weniger Kredit. Mist, was machen wir? Seid ihr mit dem Strieger unterwegs, Marc? Ja, ich bin unterwegs. Achso, theoretisch kriegen wir nochmal Windradgeld, ne? Ist jetzt eine neue Woche übrigens. Also wir hätten jetzt eigentlich noch einmal Windradgeld gekriegt. Ja, ist richtig. Genau, also einmal müssen wir noch kriegen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das können wir nicht liegen lassen. Jeder Cent zählt. Freezy kriegt 75.000 Windrad plus 36.000, was er gerade gewonnen hat. Ja. Der kann hustlen. Brutal. Warum steht eigentlich, dass der Pot 36 war? Oh. Was auch? Nee, alles gut. Ich hab hier nur... Wir kriegen kein reifes Fell. Das wird echt schwierig jetzt. Dann wären 3 erntereif. Die 7 wäre auch erntereif, aber... Die haben wir halt noch nicht. Was ist denn drauf? Auf das 7 Raps. Die werden nicht erntereif werden, das ist das Problem. Mist, ey. Oh, es regnet. Ja, beim Felder bestellen ist es kein Problem. Nee, ich weiß. Ich sag nur, es regnet. Ach, Mann. Schwierig, was wir jetzt machen. Jetzt hängen wir ein bisschen in der Luft. Jetzt geht's nämlich hier los mit Feldern. Warte mal, was kostet die Schaufel zum Schnitzeln? Oh, Moment. 15.000. Okay. Kann man das einfach unter das Förderband stellen? Kannst sich mit dem Frontlader und einfach zack durchschnitzeln? Kannst du, aber ich glaube, du musst die Schaufel oder das Förderband immer wieder anmachen. Eins von beiden. Nee, unter das Ding stellen, meine ich, unter das Silo. Oh, das weiß ich nicht. Weißt du, unter Silo direkt stellen? Ich meine, was hindert dich dran, unterm Silo direkt die Zuckerrüben in die Schaufel zu laden, auf richtig. Verarbeiten zu drücken, fällt unten raus. Aber ich fürchte, du musst die ganze Zeit nachladen drücken. Das könnte ja sein. Was ich meine? Ja. Das könnte sein. Ja, jetzt stehe ich hier und kann nichts machen. Weil die Silos, glaube ich, schneller als die Schaufel sind.
Lass mich mal bitte ansehen, weil ich habe gerade gar nichts zu tun. Okay, steig aus. Dankeschön. Jo, passt. Dann packe ich mir die Walze. Genau. Können wir schon mal ein bisschen was walzen hier, Marc. Macht ihr das Unkraut schon weg? Mist, Mist, Mist. Vier Windräder, das ist eine bittere Pille. Vor allen Dingen um eins verschätzt, ist das krass, oder? Wirklich. Also das ist heftig. Vor allem, also ich finde es halt immer besonders spannend, man weiß ja selber, wie man liegt am Ende. Aber du weißt ja noch lange nicht, ob die anderen nah dran sind und so weiter, ne? Das ist das. Oh, hat schon wieder aufgehört. Kurzer Regenschauer. Passt, passt, danke. Schubidubidu. Noch eine Minute. Kleine Bäumchen hier überall. Wie, keine PL angesagt? Was hat denn? Ich dachte, das wird jetzt so Tradition. Oh, was machst du jetzt? Wer? Kino. GPS. Mach's aber gleich weg noch, hier die Ecke. Ja, die R7 kaufen und... Och Mann, ist eine Challenge drauf oder nicht? Sollen wir das Risiko jetzt eingehen? Ja, wir hatten mehr die ganze Zeit auch verteilen. Oh Mann, ey. Chat, ohne Witz, wenn da jetzt die Challenge drauf ist, sind wir fällig. Oh, stopp. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wir sind erstmal raus. Und ja, bis dahin, euch einen schönen Tag. Tschüss und ciao. Ciao.